Bonk. Er ist nicht kräftig genug, um da durchzukommen. Das heißt, er ist jetzt auf die Tür gefallen, oder wie? Was ist auf die Tür gefallen? Ja, diese Rampe. Die ist einfach nur ja, ein genau. Stückchen nach. Ja, genau. Ja, Kontrollzentrum, genau. Das ist ja genau. Und das. Auf der anderen Seite von der Tür stehen wir quasi. Okay, oder haben wir da zumindest gestanden? Schon mal. Ja, genau. Okay, nee, dann war das die richtige Richtung. Oh, da komme ich runter. Na gut. Jetzt sind wir unter uns. Unter uns. Aber das ändert ja nichts. Das war. Ne, rechts war nichts, ne? Nee, nee das, da sind wir ja überall schon gewesen. Nee, ich meine das gelbe Ding da an der Wand. Ja, das ist ja nicht hier im Raum. Das ist ja da drüben irgendwo. Ach so. Da, das meinte ich. Ja, das steckt hier irgendwie an diesem. Aber halt von der anderen Seite, da kommen wir nicht hin. Ja, doch, mit ihm. Guck mal, da ist ein. Ja, aber er kann das ja nicht rausnehmen und in dem anderen da rein schrauben. Oder kann er jetzt an der einen Stelle, ich weiß ja nicht, was das jetzt für Auswirkungen hatte, dass wir das Kabel da, also außer, dass jetzt hier das Ding da runtergefallen ist, aber es war ja ein Kabel, das hat ja eigentlich Strom geführt, nehme ich mal an. Ne? Muss nicht. Muss nicht, aber es hat ja gefunkt, oder? War das nicht so? Ja, schon, aber ich glaube, das hatte wirklich nur damit, dass da runterknallt. Ach, süße, jetzt kommt er hier durch. Ist denn hier gemacht? Kann ich hier rein? Nee, das ist zu. Das Ding, das gerade der Wagen, der kommt ja auch nicht da hoch. Ist ja Quatsch. Ja, ja. Aber, das aber ist den ja, bräuchten wir quasi da oben. Ja, das ist ja wie so eine Rampe eigentlich. Also da muss quasi so ein Wagen, also das ist ja dafür wie gemacht, dass da eben ein Wagen durchgeschoben wird. Ja. Wir haben keinen Strom mehr. Ne, wir sind außer Reichweite. Der Strom haben und wir kein, mehr. Ja, aber kein Licht mehr. Ist da irgendwo ein Aufzug? Geht vielleicht jetzt die Tür irgendwo auf? Kann man den von denen von der oben, von der einer von den Türen, die da oben sind? Das ist die Frage, ne? Müsste die vielleicht gehen? Ja, probier nochmal, geh nochmal gucken. Ja. Also mit deinem normalen. Ja, ja, ich weiß schon. Oh, eine Tür da liegt eine Tür rum. Hier auch nicht. Ich meine, die haben wir immerhin dieses Ding nachträglich noch entdeckt. Vielleicht haben wir uns auch noch nicht genau genug hier umgeguckt. Kann natürlich auch sein, ne? Ja, aber. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon auch, dass wir. So, so, glaube ich. Ja. Ja. Nicht rumeiern. Moment, bleibt uns fast nichts übrig, als rumzueiern. Guck doch mal oben, die Türen jetzt aufgehen. Du musst das Ding ja da irgendwie hochkriegen. Ja. Ja, du musst das Ding irgendwie hochkriegen, mein Gott. Nein, da gibt's doch diese blauen Pillen. Das Ding eigentlich. Geht das nicht, nee. Aber das ist... steht da an dem Schild. Was ist denn das? Warte mal. Okay, das ist ein Aufzug oder was? Nee. Nee, das ist nicht. Das ist in dem Raum, wo dieser Elektroschalter da drin ist. Mhm. Das heißt, vielleicht geht das dann, wenn dieser Elektroschalter wieder umgeht. Dass wir da vielleicht irgendwie rein müssen. Dass wir dann vielleicht einen Aufzug betätigen können, oder? Erstmal wieder runter. Da oben ging ja jetzt irgendwie nichts mehr.
Ja, momentan nicht. Ja, was kommt hier? Ja, ich meine ja momentan. Und wenn du das Ding da mal rausdrehst, links, das jetzt kann, rechts, das probieren das, wir jetzt. Dann mal warum haben wir das noch nicht gemacht? Weil wir irgendwie nicht mehr in diesen Raum hier reingekommen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ah, na gut, dann hopp rein damit. Notstrom. Wartung. So, und jetzt geht auch gespeichert. Jetzt geht auch der Aufzug wahrscheinlich. Ja. So die Frage. Wo ist das Ding jetzt? Ja, nö, einfach nochmal rechts rum. Jetzt gehen die Türen nicht mehr auf, die zu den Quartieren. Nee, aber wahrscheinlich der von dem Aufzug. Aber den Wagen kannst du jetzt mal rüber holen. Ja. Genau. Boah, Klang. So, wo muss ich jetzt mit dem Ding hin? Da war Lager, da war nach links. Wartung, ja. Da rein. Und jetzt? Ups. Jetzt nicht die Kontrolle verlieren. Was ist das da durch? Ich glaub's fast nicht, ne? Ich glaube, es ist so. Nee. Sieht nicht so aus. Jawohl. Ja, ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Ja, ist, war da jetzt ein Aufzug? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wollen wir den da so durchziehen? Oh, feste. Nee, passt nicht. Nee, passt nicht. Das kann doch nicht sein. Oder können wir vielleicht irgendwas anderes machen? Kann sein. Muss den jetzt mal da stehen. Ja, mal nochmal gucken, was sich jetzt geändert hat auf der anderen Seite. Guck mal, da kann man den durchschicken, oder? Das ist ja die Treppe, wo wir dann hochgegangen sind. Was ist denn da geradeaus? Die Tür. Die ging doch da, vorhin auf. Oh, nee. Das ist da, wo wir versucht haben durchzukommen. Stimmt. Das heißt, den Wagen könnten wir so rum, also andersrum ziehen. Aber ich meine, jetzt geh noch mal, genau, und jetzt nach links. Ach nee, da kommen wir ja mit dem Wagen auch nicht durch. Nee, natürlich nicht. Pass auf. Ja, pass auf. Hängen die Typen wieder rum, ja. Hier waren wir ja eigentlich nee. Überall schon. Ja, da müssen wir nicht mehr hin. Ja, Hautchen. Der folgt uns doch nicht. Der folgt uns. Na toll. Oh nein. Geh wieder weg, du. Guck mal, da ist jetzt. Kannst du da drücken? Hinter dir? Nee, das ist ja rot. Ja, aber zumindest ist da jetzt Beleuchtung dran. Das war vorher nicht. Ja, aber es geht nichts. Die hat sich jetzt auch nichts verändert. Ne? Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil das vorher war da keine Beleuchtung dran. Jetzt ist zumindest schon mal rot. Was war denn das jetzt für ein Lüftungsschacht, wenn wir eben dran vorbei sind? Was wo? Links. Da der rechts. Hatten wir den da nicht schon reingeschickt? Ja, da haben wir den schon durchgeschickt. Aber vielleicht ist ja jetzt Strom auf diesem Ding, wo er.
Ach so, wo er sich anschließen konnte. Ja, müssen wir mal gucken. Hä? Du hast, ja, du hast keinen Strom mehr. Du hast ach, ich habe ihn doch nicht zurückgeholt. Der ist an einem ganz anderen Ort. Hm. Müssen erstmal herpfeifen hier. Du bist hier. Ja, aber der hat trotzdem nicht viel Saft mehr. Ja, gut. Ja, nicht für Licht, aber das geht ja. Einfach mal ausmachen, das Licht. Ja, okay, hier drin brauche ich schon Licht, aber hat ja auch wieder ein bisschen Saft. Na. Bitteschön. Ein Aufzug. Sieht aus wie ein Aufzug. Ja. Ja, cool. Da kannst du ihn reinschieben. Ja. Das ist vor der Treppe. Genau, ja. Also, das hat er auch gesucht. Guck, da kannst du ihn reinschieben und dann kriegst du ihn auch hoch. Ja, okay. Dabei habe ich die ganze Zeit schon gehört, dass er ihn reinschieben soll. Der hat es nicht getan. Hättest du halt mal eher. Sind wir schon wieder in der Ü18-Version? Ja, ja, schon lange. So, dann hol mal den Wagen, Harry. Natürlich wieder die Orientierung verloren. Wo haben wir denn den Wagen stehen gelassen? Da. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wohin. Da durch, genau. Ja, geh weg, RSI. Hängst in der Tür. Könnt ihr auch mal helfen, anstatt da wie ich rumzustehen. Ja. So, wo ist jetzt der Aufzug? Lager. Ja? Ich glaube schon. Der ist vor der Treppe da, die wir hochgegangen sind. Ja, aber da ist doch gar keine Treppe, oder? Wo? Ach doch, klar, da. Ah ja, da. Da rein. Lalalala. Ist das toll. Dann fahren wir hoch. Problem ist nur, dann ist er nicht mehr oben, sondern wieder unten. Und das war dann nur ein kurzes Vergnügen. Ja, in der Kürze liegt die Kürze. Ne? Mein Gott. Kommen wir da jetzt raus irgendwo? Ach, da. Ja, da. Ja, ich hatte auch gerade schon gezweifelt. Yay. Zombie, Zombie. Ah, noch sind wir nicht durch. So, und ab geht's. Love it, my yard. Hallo? Ach nö, Error. Oh nein. Ja, hängt. Videodriver crashed. Scheiße. Ey, wenn wir das jetzt nochmal machen müssen. Er hat aber noch gespeichert im Moment gerade. Ja, ich hoffe, das hat er noch. wäre zumindest schön. So, wir wurden kurz unterbrochen. Aber es geht weiter. Wir hoffen, dass die letzte Szene gespeichert wurde. Wo sind wir? Da ist das Teil. Ja, wir sind runtergesprungen. Ja. Ja. Oh. Juhu, Gott sei Dank. Boah, ey. Okay. Ab geht's hier. Ab geht's hier. Ui. Ich bin ja schon froh, dass das Bild nicht mehr ruckelt. Das ist was? Dass das Bild heute nicht ruckelt. Ja, dafür ruckelt gerade deine Stimme. Ausgleich. Ja. Oh, da müssen wir wohl durch. Da ist nix. Ist ja nix. Okay. War da was? An Erinnerung.
Alarmstufe rot. Geht denn hier ab? Sofort kopieren. Inspizieren. Helium. So, what? Smile like this is a joke. What? Das alte Papier zeigt Skizzen und detaillierte Informationen über die MPT-Schüssel, die MPT-Batterie und den Fusionsreaktor. Rückseite lach, als wäre das ein Witz. Sie beobachten uns über die ASE. Siehst du die Zahlen? MCA sagte, der Reaktor wäre ausgefallen, aber alle Daten sehen gut aus. Fehler? Oder hat er gelogen? Er hat gelogen. Die Menschen müssen es erfahren. Benutze die Sprechanlage und lachen. MCA wird uns töten. So weit wird er nicht gehen. Und wir haben keine Wahl. Du hast sie gehört. Wir können den MPT nicht verlassen. Können die Erde nicht im Stich lassen. Wir müssen etwas tun. Nimm das Mikrofon. Ja, das werden wir dann wohl gleich hören, was passiert, wenn das Mikrofon genommen wird. Jetzt noch gucken, gab es noch was, aber ich glaube, wir sollten uns jetzt die Erinnerung anschauen. Reaktorkapazität bei 1%. Wir müssen da jetzt rein! Ich habe alles versucht, alles, was mir eingefallen ist. Denk nach, er überlebt gleich! Moment. Sagtest du nicht, MacArthur hat die Sicherung überladen? Warum fängst du jetzt von MacArthur an? Alex, isoliere Verschlüsselungssequenz 17b auf dem Raster. Reaktorkapazität bei 0,5%. Ich hab's! Wir sind drin! Was jetzt? Es gibt einen Notausschalter! Reaktor fährt runter. Hat geklappt! Der Reaktor stabilisiert sich! Wir sind noch nicht fertig. Der Reaktor konnte die Energie nirgends hinschicken. MPT-Überladung. Ach, schön. Sofort Druck ablassen. Der Speicher fliegt uns gleich um die Ohren. Die Energie muss raus. Wie? Eine temporäre Übertragung könnte... Ah! Oder auch nicht. Endlich Ruhe. Endlich. Der Reaktor. Ist der sicher? Ja. Aber die Wucht hat die Ausrichtung der MPT-Antenne verändert. Kriegen wir das wieder hin? Die Steuerung ist oben im Turm. Schauen wir erstmal nach, ob noch Helium da ist. Jo, also müssen wir wohl hoch in den Turm, wa? Das scheint fast so. Oh, da ist doch ein Ding für ein ASE. Was soll das mit dem Interagieren jetzt gerade? Boah, was soll das dann trifft da? Erforderlich, ja. Lager öffnen. Okay. Überprüfe den Lagerbereich für Helium 3. Überprüfe den MPT im Kontrollzentrum. Kann ich den jetzt da drauf schicken? Das probieren wir mal. Ja. Da geht nichts. Vielleicht ist
Vielleicht müssen wir dafür erst noch was gemacht haben. Müssen wir vielleicht erst ins Lager? Hm. Ja. Sonst ist ja hier nichts mehr. Auf jeden Fall haben sie noch was gegessen, ne? Leerer Teller steht da. Ja. Forschung, da waren wir noch nicht dran. Das ist wohl, haben wir wohl gerade geöffnet, oder? Oh je, ein Leichen. Heliumlager. Das sieht aber auch alles kaputt aus da. Hm. Oder ist das, wo wir eben waren? Aber nee, das ist doch diese das ist was anderes. Eine Schienenbahn, die da rumhängt. Frisch gebohnert. Ja. Blubber. Ach, hier kriegen wir doch wieder nichts am Automaten. Ja. Schweinerei. Ja. Ja, das meinst du mit Blubber. Ja. Phase 1, Evakuierung. Östliche und westliche Einheiten decken die Ost- und Westseite der Tombow-Anlage ab. Phase 1 ist in 6 Schritten unterteilt. Erstens, eine Fehlfunktion ist im Reaktor aufgetreten. Sammeln Sie Tombow-Mitarbeiter in Ihrer Nähe. Widerstand kann mit Gewalt begegnet werden, wenn absolut notwendig. Zweitens, westliche Einheit versammelt Mitarbeiter beim Helium-3-Lager, um alle verbleibenden Kanister in die vorgesehenen Einschienenbahnen zu laden. Wenn bereit, warten Sie auf die östliche Einheit. Drittens, östliche Einheit führt Mitarbeiter zu den Crewquartieren und lässt sie diese räumen. Persönliche Gegenstände auf ein Minimum beschränken. Nur notwendige Vorräte sind auf den Archen erlaubt. Wenn bereit, Bewegung zur westlichen Einheit. Viertens, verladen Sie die Mitarbeiter in die Einschienenbahn. Östliche Einheit begleitet diese zur Copernicus-Mondzentrale. Fünftens, westliche Einheit teilt sich in Evakuierungscrews 1 und 2 auf. Crews 1 und 2 eskortieren Helium 3 zur Kopp-Mondzentrale und evakuieren den Kopp-Außenposten und das Reinhold-Stationspersonal. Sechstens, der Reinhold. Phase 2 beginnt ungefähr 3 Stunden, nachdem die Tombow-Mitarbeiter in der Copernicus-Mondzentrale angekommen sind, auf MacArthurs Befehl. Westliche Einheit, östliche Einheit, Rückseite, Old World. Ja, das ist okay. Zu schützen und zu gedeihen. Muss da unser Eis eh drauf? Probier mal. Sieht so aus, ne? Ja, aber nicht so, ne? Achso, die ist da dran angeschlossen, aber den kannst du ja nicht da wegmachen. Nee, außer ist das ja ein Böser. Der ist ja rot. Ja, geht das mal wieder aus der Kontrolle raus.
Wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir machen? Wer weiß das schon? Helium-Vorrat da überprüfen. So. Achso, wir können da wieder hoch. Was ist denn mit der Kamera? Oh, da hat sie. Okay. Big Brother. Weil das Überleben der Menschheit auf dem Spiel stand, überließ MacArthur nichts dem Zufall. Nachdem er in der ASE-Einheiten in die ASE-Einheiten eine Hintertür eingebaut hatte, überwachte er die WSA-Kolonisten von seinem Beobachtungszentrum aus. Als es in Tombow zu Unruhen kam, benutzte MacArthur diese Hintertür, um die Sicherungen zu überladen und die ASE-Einheiten gegen ihren ahnungslosen Besitzer zu richten. Okay, daher also diese roten ASEs. Kann man das nicht ausschalten? MacArthur. Ich habe über die erste Phase des Plans nachgedacht. Wir müssen es uns nochmal überlegen. Die Kolonisten haben alles aufgegeben, um ihr Leben dem weiteren Betrieb des MPT zu widmen. Wir sollten sie selbst entscheiden lassen, damit sie von alleine kommen. Sie verdienen etwas Besseres, als über den Zustand des Reaktors angelogen zu werden. Isaac Johansson. Isaac, das ist ein entscheidender Augenblick in der Geschichte. Der Exodus ist die zweite Chance der Menschheit, die einzige, die wir bekommen werden. Aber die neue Kolonie kann nicht überleben, wenn wir zersplittert sind. Wir brauchen starke Arme, kluge Köpfe und ungeteiltes Engagement. Wir können Outward nicht gefährden und es der Willkür der öffentlichen Meinung überlassen. Die Leute brauchen einen Grund, um das MPT zurückzulassen, und wir werden ihnen einen geben. Es geht um das höhere Ziel. Weck Casey auf, sobald wir mit Phase 1 begonnen haben, und trifft mich dann im Hangar der Einschienenbahn, wenn sie bereit für die Reise ist. Wir haben Kryokapseln für sie und alle anderen in den Archen. Ich kümmere mich um den Rest der Evakuierung. Der Zweck heiligt die Mittel, Isaac. Wir tun, was getan werden muss, um sie zu schützen, selbst wenn sie es nicht verstehen. Oh jo. Wer es glaubt, ne? Ja. So, ja, dann gehen wir, glaube ich, mal auf der anderen Seite raus. Oder? Kam wir. Achso, ne, das ist. Sind wir im Kreis gelaufen, oder? Ja, da geht's ja wieder hoch. Ja. Da ging auch nichts. Aber können wir hier nicht. Irgendwas müssen wir ja überprüfen können. Ja, ja. Da. Nee, das hatten, ach, wir, das haben wir schon gesehen. Ja. Und hier oben war kein. War kein weiterer Abzweig mehr, ne? Tindy, muss doch irgendwas gehen, ey. Ja. Das ist komisch. Naja, ich glaube, das zeigt eigentlich nur, dass die beiden von so einer Einheit da halt in Schach gehalten wurden. Ja. Da oben liegt auch noch was. Ja, wir kommen ja von da. Oh, da sind wir aber noch nicht. Helium-Lager. Aber, ja. Ja, da oben liegt aber noch, sollen wir das noch eben gucken? Ja. Ich guck mal eben. Sicher? Ja, ich weiß nicht, ob man da dran ist. Ja, ja, da liegt ein Blatt Papier. Da. Ja, toll. Ja, ach, das sah nur so aus. Okay. Ja, das war wegen dem Licht in der Decke. Okay. Dann nicht. Hätte aber ja sein können. Genau. So, dann gucken wir mal. Was für eine Wasserverschwendung. Dafür würde man auf der Erde morden. Das ist Kühlwasser. Für den Reaktor. Die Rohre müssen geborsten sein. Denkst du, MacArthur hat Helium da gelassen? So unvorsichtig wäre er nicht. Aber schauen wir nach, um sicher zu gehen. Ich gehe schon vor, ich komme gleich nach. Moment, wo willst du hin? Ich schaue mir die Schäden weiter vorne an. Sieh du nach dem Kühlsystem. Bin gleich wieder da.